Zurück zu Part Nummer 9 des Half-Life 1 Let's Plays. Das letzte Mal haben wir unsere Reise fortgesetzt, nachdem wir eingefangen und fast getötet wurden in einer Müllbeseitigungsanlage und haben uns dann durch einen Bürokomplex geschlagen, eine neue Waffe erhalten. War die auch schon neu? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall waren wir noch nicht in diesem lustigen Gebäude hier drin. Was auch nur Lagerraum ist, scheinbar, aber mal schauen, wie es weitergeht. Okay, die Vordertür funktioniert nicht, wer hätte damit rechnen können. Da müssen wir hinten rum. Die Minen, die hier waren, haben wir letzte Folge schon zerstört. Help me. Au! Somebody, please help me. I'm dying out here. Please. Help me. Okay, das geht ja gut los. Ja, seek medical attention, ja. Das wäre jetzt wohl das Beste. Okay, scheinbar kann man da gar nicht rein, oder? Da sind jetzt auch eine Mine ist da hochgegangen. Ich probiere mal, ob man hier irgendwo hinkommt, wenn man die Minen selber sprengt. Sieht nicht sonderlich ergiebig aus. Okay, ich wurde von dem dort oben erschossen. Na toll. Gut. Da kommen wir jetzt recht nicht lang, das heißt, wir versuchen es einfach nochmal. Erwischt. Ach, ich bin da wahrscheinlich durch die Mine gerade gerannt, wa? Ah, ich bin auch Help me. Somebody, please help me. I'm dying out here. Ich nehme jetzt mal eine Shotgun weg, please aber ich würde dir help gerne helfen. me. Ich kann nur nichts tun. Ich kann auch einfach mit normalen Schüssen ausgehen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der noch nicht vielleicht. Oh. Der sieht mich aber früh, du. Heieiei. Ich speichere an dieser Stelle einfach mal eben. Okay, da kam ich nicht durch. Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass man den töten kann. Oh, doch jetzt. Jetzt scheint es hier erstmal keine weiteren Minen zu geben. Ich gehe lieber nochmal auf Nummer sicher und schmeiße mal eine Granate. Ja. Haben wir noch eine Mine gefunden. Okay, hier steht ab und zu geben wir alles unter Strom. Da wird es auch nicht rein, aber da kommen wir bestimmt gleich aufs Dach. Mal warten, bis diese Stromanimation weg ist. Oh, okay. Jetzt dürfte da kein Strom mehr drauf sein, oder? Ich speichere einfach mal. Wir kommen hoch da. Ja, wunderbar. Ein Loch ist im Boden, lieber Heinrich, lieber Heinrich. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Wahrscheinlich kann man in das Loch, aber ich möchte natürlich gucken, ob man da noch irgendwie rüberkommt. Speichere einfach vorher nochmal wieder.
Ich lade. Ich möchte wissen, ob man den Sprung hier schafft, ob man ins Fenster kommt. Es sah gerade aus, als würde ich an eine unsichtbare Wand kommen. Ja, ich glaube, da kann man nicht rein. Schade. Das Ding kriegt man auch nicht auf. Kann man hier rüber springen? Oh ja, hier kommt man rüber. Hier ist aber auch nichts drin. Wahrscheinlich haben sie hier die unsichtbare Wand vorher vergessen, weil das Fenster macht so nicht viel Sinn. Ich lade einfach mal neu, weil muss man nicht ganz weit rumlaufen. Und es hat sicher nichts im Gameplay gerade geändert. Ich habe keinen Schaden gekriegt oder sowas. Naja. Mal gucken, ob wir uns noch rein können. Oh, guck mal. Da wartet einer auf uns. Oh, das war laut. You're heading for the Lambda Complex, aren't you? I was heading there myself until I wound up here and, well, simply lost my nerve. Take one look through that door and you'll see what I mean. I'm just going to wait out the catastrophe in here. If you intend to go on, then I'll protect you. But be cautious. Verkämpfst du dich hier mal? Wir gucken uns das in aller Ruhe an. Wir speichern nochmal vorher. Vielleicht mal langsam etwas exzessiver, was das Speichern angeht. Und Granaten sind bestimmt gut. Okay. Dann machen wir es so. Okay, das sah auf den ersten Blick besser aus als auf den zweiten. Es schien so, als dürfte man ihn nicht auslösen, sonst fliegt der ganze Komplex in die Luft. Definitiv sehr beruhigend. Ja, mal versuchen, ihn nicht auszulösen. Ja, hier kann man ja noch relativ easy drüber springen. Ja, da kommt man auch einfach drüber. Gar kein Problem. Trotzdem speichern wir mal. Hier was Tolles drin. Die darf ich wieder nicht auslösen. Hier kann ich nicht rüberspringen. Muss ich hier rüber. Oh. Die blocken auch, man kann drüber laufen. Eigentlich kein Problem. Da kann ich wahrscheinlich drüber springen. Aber da ich ein Schisser bin, speichere ich trotzdem eben. Wovon wurde der denn erschossen oder getötet? Der qualmt noch. Das ist etwas irritierend. Ah, das müsste die Fronttür vorne sein. Diese Kiste. Machen, da ist nichts drin. Toll. Gut, dass man hier Minen kriegt, damit konnte man ja rechnen, oder? Gut gemacht werden. Drin. Die hier vorne darf ich auch noch kaputt schlagen. Die mache ich wahrscheinlich auf, wenn ich drauf schlage, aber ich speichere trotzdem lieber mal. Kann ich wahrscheinlich hier rüber. Ja, aber. Ah, ich kriege bestimmt gleich die andere Waffe und davon wurden die gekillt. Das könnte zumindest sein. Wie habe ich das jetzt geschafft? Gut, dann lassen wir die lieber heilen. Und gehen so weiter. Speichern. Ah! Man kann durch das Drücken des Knopfes eine Explosion verhindern. Mal eben die Kiste da aus dem Weg schaffen. Jetzt müsste es aber gehen, oder? Ja. Wunderbar. Einen anderen Zweck hat das Ding nicht. Ich habe gedacht, das wird jetzt irgendwie eine Luke öffnen oder so. Ja, okay. Mein Fehler. Doch, das brauchen wir.
Darüber kann man nämlich überklettern. Damit kommen wir dann über den Zaun da vorne. Ich speichere nochmal. So, wunderbar. Okay, der Plan funktioniert nur zur Hälfte. Warum funktioniert das jetzt nicht? Und wie bin ich... Wie komme ich... Ah, wo komme ich wieder raus? Okay, dass das jetzt nicht funktioniert. Ja, okay. Die Raketen geben, glaube ich, Aufschluss darüber, warum hier alles stirbt, wenn Explosionen auftreten. Die Raketen erklären aber noch nicht, warum ich nicht runterfahren kann mit dem Fahrstuhl. Ich glaube nämlich, dass das der einzige Weg ist, wie es weitergeht. Jetzt kann ich wieder runterfahren lassen, das hilft jetzt aber auch nicht. Das Ding da hinten blinkt einfach so doof. Warum blinkt das so doof? Habe ich irgendeinen Schalter irgendwas übersehen? Der muss ja, sonst wird's ja gehen, ne? Aber... Glad to oblige a fellow scientist. I'm slowing you down, am I? Der kann mir da auch nicht bei helfen, da war nirgends eine Vorrichtung, mit der er helfen könnte. Okay. Draußen gab es auch keinen anderen Weg, wenn ich mich recht entsinne. Wir müssen da schon runter. Nur wie? Das war knapp. Wenn man das Ding einfach zerschlagen kann oder sowas. Nee. Ja, vielleicht hat's fast. Nee, so komme ich da gerade nicht rein. Kann ich gar nicht drüber springen. Dann laufen wir nochmal rum. Oh, oh. Ich meine, das Spiel will mich ja offensichtlich daran hindern, dort runter zu gehen. Das heißt, vermutlich muss ich da halt runter, ne? So. Hä? Hey. Okay, ich würde mich über Kommentare freuen, die mir erzählen, warum das jetzt funktioniert hat. Die Waffe meinte ich übrigens vorhin nicht, aber... Eine neue Waffe. Die haben wir schon mal an diversen Gegnern gesehen, die verschießen so kleine Insekten. Also, wie gesagt, wenn jemand weiß, warum der Fahrstuhl jetzt funktioniert hat, muss ich drücken, während das grün ist oder sowas. Ich hab doch gerade die Taste gespammt, da war es bestimmt auch mal grün. Meine Fresse. Wieder Heilung hier aufsammeln. Now I wonder if those boys could have made a bigger mess. Yeah, let's go. Das war jetzt gerade gar nicht so souverän, aber wie das Blut auch neu lädt, wenn man den Levelteil lädt. Na gut. Leben findet. Das ist nicht der Fall.
speichern. Für die Ankündigung, das war natürlich echt sinnvoll. Komm noch hier hin, du Wache. Ja, ein bisschen panisch reingerannt bin ich da gerade. See you later. Ich sammle wieder Tode, das ist echt. Okay, nochmal aufladen. Au! Meine Fresse. War der Typ nicht der. Was ist denn das jetzt plötzlich so ein Problem hier, die Viecher zu töten? Mein Freundchen macht das schon, ne? Mal das hier brennt, wunderbar. Feige wie ich bin, speichere ich direkt ab. Außerdem möchte ich noch probieren, ob ich hier von innen reinkriege. Nee, war nicht, okay. Waffe in die Hand, bevor wir speichern. Ist doch egal. So. Wo ist denn mein Freundchen hin? Der ist doch bestimmt auch schon tot. Guck mal da. Oben wird man schon wieder erschossen. Gucken wir mal, ob wir dann eine Granate reinkriegen. Die Waffe oben ist dann nicht mehr. Die ist tot. Jetzt speichern, wo man nichts mehr hört. Weißt du was, muss ich noch nicht speichern, bevor irgendwas. Der war. Oh, das war der falsche. Ich wollte dich nicht töten, ich wollte dich auch nicht anschießen, es tut mir leid. Da oben haben wir noch einen neuen Kollegen. Oh. Qualität von Ikea? Man weiß es nicht. Yeah, we might stand a better chance if we team up. That target range time is gonna pay off today. Das Target Range Training, indem man die Türen aufgeschlossen hat. Boah, Munition, alles. Ich freue mich gerade über die Munition, aber irgendwie ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen. Und wenn man sich die Menge der Munition anguckt, ist das ein sehr schlechtes Zeichen.
wenn man dann noch mein Leben dazu anguckt, ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Eine interessante Beleuchtung für so einen Munitionsraum. Wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht noch irgendwie unten vielleicht Leben finden. Gegner scheint es hier keine mehr zu geben. Ein bisschen Energie, schon mal was. Ich glaub, da geht es auch nicht weiter. Da ist die Tür, die nach außen führt. Irgendwie spackt meine Maus gerade rum. Aber gut. Mal gucken. So. Frisch ausgerüstet. Keine Ahnung, wo es weitergeht. Ja, vielleicht hinter Panzer, vielleicht hier. Vielleicht da. Da kommen wir irgendwie dran. Sieht aus, als könnte man theoretisch hoch, wenn man eine Kiste vorschieben würde. Aber wir haben keine Kiste, die man schieben kann. Oben waren noch keine Fenster, wenn ich mich recht entsinne. Naja. Ach, funktioniert das nur im Deathmatch? Dass jemand wegschießt? Ich guck erstmal, ob es hier irgendwie weitergeht. Offensichtlich nicht. Da muss man doch da lang. Ah, wie kommt man denn da hin? Ich denn da hoch? Da ist ein kleiner Vorsprung. Vielleicht komme ich. Da ist ein Fenster. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir darüber klettern können. Ich hätte es ja viel Liter jetzt gefunden, wenn wir uns mit der Gun da hinwegschießen können. Aber so, so geht's auch. Sieht zumindest aus, als wären wir richtig. Ja. Ist die Frage, was das machen soll. Wenn das mal ein Bürokomplex war, der zerstört wurde, ist hier auffällig wenig Mobiliar. Hast du dich jetzt selbst gesprengt? Nee, eigentlich scheinbar nicht. Ich schieße mich schön übrigens an, der Revolver ist einfach mal geil. Da ging eine Tür auf. Oh, das könnte die Tür von mir gerade gewesen sein. Hier geht es nämlich auch nicht weiter. Na gut. Hier geht's auch nicht weiter. Ich habe jetzt gedacht, hier ging's weiter. War das doch nur ein extra Teil? Okay, das ist schön, dass es hier ein extra Teil gab. Die Frage ist dann aber, wo geht's weiter? Ach, die Tür war hier. Mein Gott. Ist jetzt diese Tür hier freigeschaltet? Nein. Ich höre Gegner, aber ich sehe keine Gegner. Werden wir dann auch nicht müssen, oder? Ich kann mal da oben drüber laufen, ob wir nicht reinkommen. Oh, da hinten war Energie. Habe ich die vorher nicht mitgenommen? Ja, 21, aber geschenkt. Ja, ich höre euch schießen, aber ich weiß nicht wo. Verratet mir, wo ihr steht. Ich möchte euch gerne erschießen. Andere Seite können wir noch rum, aber ich glaube, da führt uns das auch nirgends hin. Ah, warte. Ah! Da kann man vielleicht noch durch. Mal gucken. Wie fühlt sich meine Maus richtig komisch an? Irgendwas ist komisch.
jetzt aber wieder hoch wahrscheinlich. So. So. Müssen wir irgendwie da rüberkommen, wa? Was haben wir das hier? Radarturm. Au! So, hier kommt man auch hoch, okay. Eieiei, ich fall gerade auch überall runter. Ah! Ja, da kann man nicht springen, während man auf der Stelle rennt. Ich sterbe hier gleich wieder an Fallschaden, ich sehe es kommen. Och, bin ich denn dämlich, ich rutsch gerade überall runter. Heute ist nicht mein Tag. So, jetzt aber. Und da geht's auch weiter. Wunderbar, wir haben es gefunden. Wir sind jetzt fast krepiert dran, aber es geht weiter. Was kommt jetzt? Oh, oh. Armee. Und Viecher. Die sind aber auch gut. Mein lieber Jörg zu allen. So. An dieser Stelle mal manuell speichern. Und ein kurzer Cut. Gleich geht's weiter mit dem nächsten Teil für euch dann morgen. Danke fürs Zusehen. Tschüss.